Ah, wir können unseren Shuriken aufwerten. Wie ist er jetzt aufgewertet? Jetzt brauchen wir wieder Aluminiumblech. Wo kriegen wir das denn jetzt her? Du bist frei! Okay, wir machen noch ein bisschen mehr was aus Aluminium hier. So. Was haben wir hier noch, was wir verarbeiten können? Das hier zum Beispiel. So, das können wir da hinten wegschmeißen. Brauchen wir ja erstmal nicht. Und das hier auch. Weg damit. Ja, machen wir gleich. Erstmal hier fertig werden. So. Ja. Ich finde super, dass wir das einfach so reinballern können. So, was haben wir hier noch zum Verwerten? Den hier. So. Banküberfall bevorstehen? Ja. Banküberfall behindert. Das kostet auch uns immer mehr Respekt bei den Creeps. So, und hier nochmal. Wir wollen erstmal reiten. Yeah, I can hold on to that for you. Oh, nice. So, und nice. Love you too, pal. Das war jetzt ein Versehen. So. Können wir hier jetzt endlich das hier bauen? Ah, Kupfer fehlt uns noch. Hier, verarbeitet Holz zu Papier? Nein. Pennerherberge brauchen wir jetzt auch nicht. Kupferschmelzofen, Keramik und Aluminiumblech. Kriegen wir jetzt Aluminiumblech her? Das ist jetzt die Frage. Und ist hier auch schon geordnet? Nee, ist nicht mehr geordnet. Ordnen wir mal nochmal ein bisschen anders. Das machen wir hier hin. Das hier hin. Das hier hin. Ja, das wird wohl passen. Dann gehen wir mal hier wieder runter. Dann machen wir erstmal mit der Hauptquest weiter. Hier haben wir wieder Pappe. Können wir eigentlich gleich auch mal wieder mitnehmen. Oder warte, haben wir hier noch... Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Nee, das gibt kein Keramik. Egal, dann gehen wir hier rein. Können wir hier rein? Nee, leider nicht. Sap, I was waiting for you. Father isn't home. He's searching for some loser who can transport the evil way machine for us. It turns out he totally didn't have to go because I came up with a plan of my own. I need your help, though. Meet me in the docks area. I'll be hiding in one of the empty cargo containers. Okay, dann auf zu den Docks. Wachsender Appetit. Ne, komm, wir gehen hier durch. Und dann wieder die Bugs, die Creeps hier mobben. Autsch. Ach, da lebt noch einer.
So, denn jetzt haben wir den erledigt. Nice. So, wie viel Respekt haben wir jetzt? Respekt sind wir jetzt bei 12. So, wo genau müssen wir jetzt hin? Nach ganz, ja, ganz nach Norden, okay. Ja, dann nehmen wir Karlchen. I bet you're glad that I'm here. I mean, we already know that Trixie has the hots for you. Who knows what would happen if I left the two of you alone? If I were in your place, I'd try my best not to touch her at all, pal. Ich will auch die Finger von ihr lassen. What you do with your body, but I think we both agree that getting more infections than you already have is a bad idea. Rats carry many diseases. You could get seriously sick, possibly die, and I don't want you to die. So, just keep your distance and go along with whatever plan her little rat brain worked out. It can't get much crazier than the stuff we already did, right? Nee, ich glaube auch nicht, dass ich vorhabe, mit Trixie irgendwie zu flirten oder sowas. Hier, auch wenn Karl anderer Meinung ist, also sowas verdächtig, lieber nicht. Okay, hier müssen wir hoch. Ah, da ist sie ja. Cool, you found me. I bet you can't wait to hear about my plan. Ja, erzähl vom Plan. See this pigeon? I rescued him. He was another victim of Evil Way experiments. I named him Little Bro. I have no idea what they did to him, but he has hardcore munchies and never go away. No matter how much food I stuff into him. However, he grows bigger each time I feed him. Now, see this ship? It's loaded with protein shakes. Here is my awesome plan. We steal the shakes and get my little bro juice until he becomes my big bro. Then, we only need to transport the Evil Way machine to the rooftop of their headquarters so Big Bro can swoop in and snatch it. You are right. The plan isn't reasonable. It's radical. Let's roll. Okay, eine übergroße Train to bring you containers full of sweet, sweet protein juice. You stay down there and throw shakes at my little bro so he can snatch him midair. You should hurry though. It won't be long before they lock down the crane controls and send the popo our way. Okay, komm gar nicht mehr zum Reden. Ah, jetzt kann ich endlich reden. Okay, auf jeden Fall eine übergroße Taube, die wir jetzt füttern müssen, irgendwie. Nutze den Traumsturm, dein Taubnado auf das maximale Level aufzuwerten. Okay, also Taubnado muss ich jetzt schaffen. Also freischalten. Okay. Taubenstall. Gut, dass wir hier direkt eine Basis haben, die zwar noch leer ist, aber hier können wir dann eben Dings hier herstellen. Fähigkeiten. Hurricane, Schnabelstall, Taubenstall. Und da fehlt uns ein Aluminiumblech. Dafür brauchen wir ein Aluminiumblech. Wo kriegen wir jetzt ein Aluminiumblech her? Toll, wir brauchen Aluminium. Also so ein Aluminiumblechding. Dann wird Taubnado kriegen. Oh, wieder ein guter Burger. Nee, das brauchen wir nicht. Hier wieder was zu trinken. Nice. Geht's denn hier hin? Nee, da kann ich leider nicht rein. Schade. So. Ach, hier sind wir wieder beim Clown. Mit der Hakenhand. Jerry oder John oder so, wie der hieß. Schauen wir mal, ob der vielleicht Aluminiumblech hat. Ah, da ist er ja.
So, was haben wir hier? Keramik, Holz, Schrott, Pappe. Pappe, Schrott, Holz und Keramik wieder. Hier kann ich verkaufen. So, kann ich ihm das alles verkaufen? Okay, dann kann ich ihm nicht verkaufen. Ja, ein bisschen Geld verdienen, indem ich seinen Müll hier durchsuche. Kann ich das ihm verkaufen? Nice, ich durchwühle seinen Müll und verkaufe es ihm wieder. Ja, ich brauche Aluminiumblech. Ja, ja. Das kann ich wahrscheinlich nicht verkaufen an ihn. Hier haben wir wieder Schrott. So, das haben wir schon. Da hinten auf. Den kann ich irgendwie nicht anvisieren, warum auch immer. Das hier auch. Doch, das kann ich doch. Kann ich ihn abwerfen? Ich bin den super. Echt, wo kriege ich jetzt Aluminiumblech her? Oder muss ich Aluminiumblech irgendwie selber herstellen? Okay, wo haben wir jetzt nochmal unsere Basis? Also die ein bisschen besser ausgebaut ist. Die war doch hier im Süden, ne? Da. Okay, dann gehen wir mal in Richtung Süden. Karl, hier geblieben. Dann fahren wir mal dahin. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht hier herstellen können. So, wo steht... Ah, hier können wir herstellen tatsächlich. Okay, dann... So, wo haben wir das? Da. Ah, jetzt fehlt uns Keramik. Toll. Ah, ne, warte, wir wollten ja nicht das herstellen. Wir wollten hier den Taubenstall herstellen. Those pigeons love to feel the wind in their feathers. They keep flying in circles, creating a powerful whirlwind. A pigeonado full of sharp beaks and talons. Anyone caught inside will surely be stuck there, getting hurt by a barrage of painful pecks. The best thing is, the pigeonado size will double with every upgrade. Okay. So, Baumodus verlassen und jetzt... Jetzt fehlt uns Kupferrohr. Okay, das heißt jetzt... Ja. Für Kupferrohr brauchen wir das Ding wahrscheinlich. Und jetzt fehlt uns dafür Keramik. Gut, suchen wir nochmal eine Toilettenschüssel oder sowas. Ah, der ist zu früh gesprungen. Wie kommen wir jetzt dahin? Okay, was geht denn draußen ab? Warum bellen da die Hunde? Ich hoffe, ihr hört das nicht.
Ah, hier kommen wir durch. Ich hoffe, hier ist irgendwo etwas mit Keramik dabei. Kein Keramik. Schöne Toilettenschüssel wäre jetzt gut. Das ist Müll. Müll. Nee, das brauchen wir nicht. Ich brauche doch nur ein Klo. Nee, das brauchen wir nicht. Hier. Also jetzt haben wir es offen. Das brauchen wir nicht. Wie sieht es hier aus? Brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wie schwer kann es sein, eine Toilette zu finden? Wirklich. Auch nicht das Richtige. So. Auch nicht das Richtige. Ja, wenigstens was zu trinken. Passiert. What did I do to the hot dogs? Hot dogs, yum yum yum. Gibt's da hinten irgendwie Schrott, Müll? Brauch ein Klo. Ach, hier waren wir schon mal. So. Nee. Kein Klo, kein Porzellan, also kein Keramik. Kann doch nicht so schwer sein. Nope. Ach, genau, hier waren wir gerade. Gerade eben sogar noch. Das ist Müll. Warum kann ich das jetzt nicht anvisieren? Toll, kann ich gar nichts anvisieren hier. Den Heizkörper nehmen wir trotzdem mal mit. Hold on to that for you. Ah, die. Kommissarin Alex. Die ist auch super. Bitte ist hier jetzt eine Toilettenschüssel mit drin oder so. Wir brauchen ein Klo. Oder ein Waschbecken. Oder sowas in der Richtung. Nein. Wie sieht's hier aus? Wer kann es sein, Keramik zu finden, wirklich? Nee. Jetzt suchen wir die ganze Stadt ab nach einer Toilettenschüssel oder sowas.
So. Oh, Essen. Nee, da hinten ist nichts dergleichen. Hier vielleicht. Hier haben wir wieder Müll. Ich will doch nur eine... Nee, komm. Nee, gusseisener Topf, den brauchen wir nicht. Komme ich jetzt nicht mehr hoch, ne? Ich wollte schon sagen, hängt da jetzt fest? Ah, ich kann hier außen rum, okay. Wenigstens das. Ach, Trixie. Ja. Hier, komm. Ist hier noch einer? Ah, der lebt noch. Wo ist der? Da. Nice. Wenigstens haben wir das geschafft. Ja. So, 13 von 50 für Bumkaleone. Gibt's Keramik nur an bestimmten Stellen oder wie? Da muss ich jetzt wirklich so ein 10er-Pack von Dingens hier holen. Wie heißt er da nochmal? Von Jerry. Ich glaube, das ist einfach so, wenn wir jetzt wirklich zu Jerry gehen oder wie der jetzt hieß. Zum Clown. So. Karl. Ich muss dich nochmal als Gefährten missbrauchen. Moment. Ah ne, doch, ist nur die richtige Richtung. Und da. Dann kaufen wir halt jetzt diese 10er-Pack Keramik oder so. Ah ne, da war's schon. Ne, wir müssen oben rum. Oder? Ne, falsch. Oder ich guck mal hier nochmal. Immer noch nicht. Kann doch nicht so schwer sein, wirklich. Ne, hier nach Norden. Also hier jetzt dran vorbei und dann nach Norden direkt. Dann finden wir hier den Clown wieder. Und dann kaufen wir halt in der Keramik. Hat er denn jetzt auch noch offen um diese Uhrzeit, oder?
Hier, $20. Ja, wir haben noch Geld. So, Karl. Ja. Und wo haben wir jetzt nochmal unsere Basis? Wo wir, genau, hier im Süden. Unsere Hauptbasis. Also, wo wir hauptsächlich aktiv sind. Nein, komm. So, hier hoch. Nee, doch noch nicht hier hoch. Da vorne war es, ne? Genau. Hier können wir hoch. Ah, warte mal, wir haben ja wieder Sachen, die wir gar nicht brauchen, die wir nicht haben wollen. Weg damit. Das auch weg. Und hier die Dinge. Hm? Achso, ich drücke jetzt eh. Nee, warte. Genau, so, hier. Und dann Produktion. Jetzt können wir uns das Ding bauen. Kupferschmelzofen. So, was machen? Hier kannst du Schrott verarbeiten. So, machen wir. Achso, ich brauche wieder Holz. Jetzt alle genommen? Für Kupfer? Wie viel brauche ich jetzt eigentlich an Kupfer? Einen, okay. Und zwei Aluminium. Na, dann machen wir mal eben zwei. Jetzt fehlt uns wieder Holz. Aber okay, Holz kriegen wir schnell wieder hin. Haben wir für Holz irgendwas? Also war kein Holz, aber nutzen wir trotzdem mal. Also haben wir wieder Sprott. Mal schnell eben gucken, ob wir noch irgendwo Holz finden. 5 Holz brauchen wir wieder. Karl da immer abgeht. Jetzt muss ich aber Holz dabei sein. Ne, einen Gummireifen will ich nicht. Ne, das nicht. Was ist denn das? Ah, eine Clownbeere. Und das nehmen wir mal mit. Karl? Ja, die Clownbeere super. Muss ich sagen, ehrlich. Karl, hängst du da wieder fest? Hier geblieben, Karl. Nee, den brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Wie viel Holz gibt so ein Türrahmen eigentlich? 5-mal? Okay, passt. Reicht. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir jetzt 2x5, also 10. Wir brauchen dabei nur 5. Das trifft die dann gut. Oh!
You shouldn't have messed with the bugs.